Au! Das war jetzt schon das vierte Schlagloch in wenigen Minuten. Das macht er doch mit Absicht. Also August, jetzt pass mal auf. Der nächste Schritt auf dem Weg nach ganz oben ist die Bekanntschaft mit einem Großherzog. Ein echter Großherzog? Ja, der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, um genau zu sein. Du erinnerst dich an diesen Herrn Salomon Heine? Ja. Er hat mir dieses Empfehlungsschreiben hier Guckst du, August, ja. Dieses hier? Ja. Damit werden wir direkt zum Herzog vorgelassen. Stell dir nur vor, bald spielen wir vor einem wichtigen Mann, einem echten Herzog. Das ist ja große Klasse. Aber warum fahren wir denn dann nach Plön? Das klingt ja nicht so, als würde dort ein Fürst wohnen. Du hast doch selbst in unsere Kasse geschaut, oder? Wir haben kein Geld für eine neue Garderobe. Ja, selbst die Überfahrt würde knapp. Aber lass Plön nur meine Sorge sein. Wenn du nur machst, was ich sage, werden wir bald genug zusammen haben. Aber wie? Au, schon wieder ein Schlagloch. Also, so langsam schmerzt mir der Steiß. Dem werde ich das Gerappel heimzahlen. Und von wegen Großherzog, wart's nur ab. Nun setz dich mal hier rüber. Ich muss mit dem Kutscher sprechen. Ja. Ja? Guter Mann, ich brauche Ihre Uhr. Wozu? Nun, weil meine eigene Uhr beim letzten Schlagloch wohl runtergefallen ist und stehen blieb. Ich möchte sie nur wieder richtig einstellen. Na gut, aber Wiedersehen macht Freude. Ja, selbstverständlich, was denkt ihr von mir? Hier, August, steck sie in deine Tasche. Aber willst du nicht deine Uhr stellen? Wart's ab, kleiner Bruder. Na gut, aber wann sind wir denn da? Also ich glaube, weit ist's nicht mehr. Wir sollten noch vor dem Abend in Plön angekommen sein. Nun, das hier ist also Plön. Ich habe es mir größer vorgestellt, muss ich sagen. Hey Kutscher, ist das hier das einzige Hotel? Ja, ist es. Sieht ja aus wie irgendein Bauernhaus. Bitte, ich werde beim Ausladen des Wagens selbst mithelfen. Die Apparate sind empfindlich, müsst ihr wissen. August, geh doch schon mal rein und kündige uns an. Mach ich. Hallo? Guten Tag. Wir sind auf der Durchreise. Wir wollen ein Zimmer mieten. Hallo? Wow. Was willst du hier? Wir wollen ein Zimmer mieten. Also, komm. Zimmer sind 20 Groschen. Sehr wohl. Ein Doppelzimmer auf den Namen Herr Alexander dann. Alexander. Weiter? Nur Alexander, der berühmte Magier. Wie jetzt? Ein Hexer? Wenn's beliebt. Genau. Und nun wäre eure Hilfe vonnöten. Die magischen Apparate sind schwer. Welche Uhr reden Sie genau? Nun, von meiner, die ich Ihnen kurz vor Koppelsberg auf Ihre Bitte hingeliehen habe. Kurz vor Koppelsberg? Daran erinnere ich mich nicht, guter Mann. Wollen Sie mich verarschen? Das ist ja geradezu Diebstahl. Sie haben meine Uhr gestohlen. Junge, ich glaube, dein Hexenmeister landet gleich mal im Bau. Warte nur. Ilse! Ja? Ilse, hol mal den Konstabler! Ich halte den diebischen Hexer so lange fest. Bitte was? Hexer? Dieb? Was ist hier los? Hol einfach den Konstabler! Ist ja gut. Aber... Werter Herr, Sie mögen den vier Pferden die Richtung weisen können, aber ich muss wirklich festhalten, von Kriminalistik... Also, von Kriminalistik haben Sie nicht die Spur einer Ahnung. Hören Sie mal, Sie aufgeblasener Irrer. Sie geben mir gefälligst sofort meine Uhr zurück. Oder Sie können sehen, wie Sie jemals wieder von ihr wegkommen. Oder wo Sie schlafen. Ich kann's nicht leiden, wenn Diebe im gleichen Haus schlafen wie ich und Hexer noch dazu. Ich darf doch sehr bitten. Die Herren, beruhigen Sie sich bitte. Aha, endlich. Die Staatsgewalt. Dieser Mann dort hat meine Uhr gestohlen. Das ist ein Hexer und ein Dieb noch dazu. Ja, und sowas hier in Plön.
Nehmen Sie den Hexer doch einfach fest, Herr Konstabler. Dann führe man mich ab. Ja. Wenn ich dann bitten darf. August. Ja? In welcher Tasche? Hier. Bitte sehr, hier entlang. Die Treppe hinauf ins Dienstzimmer des Herrn Bürgermeister. Er wird die Sache klären können. Nun, nach ihm. Herein. Herr Konstabler, was ist hier los? Dieser aufgeblasene Gecke hat meine Uhr geklaut. Hat sie sich geliehen und will sie nicht wieder rausrücken. Das ist kein Gecke. Das ist der Welt. Schnauze, Kleiner! Ich glaub's ja wohl. Mein Name ist August Heimbürger und ich bin der Diener des Großen... Ist mir scheißegal! Ich will meine Uhr! Bitte! Bitte! Ich bitte Sie, werter Herr, können Sie uns das erklären? Nun, selbstverständlich, Herr Bürgermeister. Zum Beweise, dass ich keine Uhr von diesem Postillon besitze, mag Ihnen der Umstand genügen, dass Sie selbst die Uhr dort in Ihrem Schreibtisch haben. Wollen Sie freundlichst nachsehen? Glauben Sie, Sie können sich hier solche Späße mit uns erlauben? Konstable. Noch ein Wort, Herr Bürgermeister. Sehen Sie in dem Fach unter dem Deckel Ihres Schreibpultes nach. Sollten Sie die gesuchte Uhr nicht genau dort auffinden, so stehe ich Ihnen selbstverständlich zu Befehl. Dort befindet sich nur mein... Da tritt mich doch ein... Ist das die... Däubelschlacht, das ist meine Uhr. Nun, wie ich sagte. Und nun, Herr Bürgermeister, erlauben Sie mir, Ihnen ein Empfehlungsschreiben von einem guten Freund in Itzehoe zu bereichen. Sein Inhalt wird Ihnen über das Vorgefallene einige Erklärungen geben. Ja, ja, natürlich. Mit mir kann man's ja machen. Nun. Itzehoe. Der Herr Alexander. In Ordnung. Werter. Ihr scheint euer Fach hier in weiser Voraussicht ausgewählt zu haben. Die Uhr lag direkt beim Dienst Cognac. Darf ich Sie mit einem guten Tropfen in unserer Stadt willkommen heißen? Aber Herr Bürgermeister, sehr gerne doch. Ihre Kunst soll leben, mein lieber Herr Alexander. Obgleich ich mich ärgern muss, den Zusammenhang nicht gleich erraten zu haben. Zumal ich ja aus den Zeitungen bereits erfahren habe, dass wir Sie hier demnächst zu erwarten hätten. Herr Bürgermeister, wer ist Herr Alexander? Der berühmte Magier. Alexander, diese Magd, die verbreitet üble Lügengeschichten über uns. Sie hat gerade dem Koch erzählt, dass ich kann mich schon denken, was sie gesagt hat. Was denn? Ich hab's mir doch gedacht. So schnell hat man Opfer für sein Reklamestückchen. Aber sie war wirklich garstig. Sie erzählte von Teufelszeug und schwarzer Magie und vom Leibhaftigen, der hier wohnen würde. So können wir doch nirgends wieder irgendwo auftreten. Das passt ja. Keine Angst, Brüderchen, die kriegen ihr Fett noch weg. Aber wie? Morgen früh besorgst du mir noch vor Sonnenaufgang ein hübsches Paar Kuhbeine. Was? Kuhbeine. Die Beine einer Kuh, einer Toten, wenn es geht. Uah. Alles für die Kunst, Brüderchen. Vertrau mir einfach. Ah, der junge Hexenmeister. So früh schon wach? Ja. Ich hatte noch Besorgungen zu machen. Ja, sicher. Was hast du so dabei? Froschschleim? Getrocknete Spinnenbeine? Nee, nein. Ja, was denn? Was denn? Lass doch mal sehen, kleiner Zauberzwerg. Tut mir leid, aber ich muss... Ah, meine Prothesen. Leg sie mal aufs Bett, unter meine Decke. Aber gut versteckt. Nee, mehr. Das ist so widerlich. Warum muss ich sowas eigentlich immer machen? Und dann auch... August,
Ich fände es sehr erfreulich, wenn du dich nicht immer beschweren würdest. Stell dich nicht so an. Hilf mir hier lieber kurz. Na gut. Und was jetzt? Gib mir mal die Zeitung da vorne. Die? Ja, genau. Ja. Und versteck dich im Schrank und sei still. Mhm. Und du wartest ab. Ja, gut. Herr Alexander? Herein. Morgen, der Herr. Frühstück? Aber selbstverständlich. Ich wünsche Kaffee mit Butter und Brot. Gut, gut. Komm gleich. August, schnell, die Beine. Die wird sich zum Tode erschrecken. Schnell, versteck dich wieder. Ja, ja. Frühstück. Wunderbar, herein damit. Hilfe, Hilfe, Himmel, Herrgott. Er ist der Leibhaftige. Hilfe. August, die Beine! Der hast es aber schön gezeigt. Na, wer mich einen Teufel nennt, der soll mich kennenlernen. Sch, und jetzt geh zurück. Was ist hier los? Nun, scheinbar hat Ihre Magd ihre eigenen Geschichten etwas zu wörtlich genommen. Wie auch immer, mir wurde Frühstück versprochen. Kaffee, Brot und Butter hätte ich gern. Aber seine Beine! Oh! Einfältiges Frauenzimmer, das gute Geschirr. Marsch in die Küche und mach dem Herrn ein neues Frühstück. Zack, ja, zack. Ja, jawohl, jawohl. Seien Sie die Störung, Herr Alexander. Also wirklich, sie hat sich erschreckt. Da muss man doch nicht gleich so vom Leder ziehen. Na, warte nur. Gleich nach dem Frühstück machst du die große Kerze da vorne an. Und hol die lange Zange aus dem Koffer. Ach, und eine Münze bring auch mit, wo du schon mal dabei bist. Aber warte bitte, bis wir ungestört sind. Du musst geschickter sein. Gib schon her. Siehst du? Immer schön in der Luft halten. Du hast leicht reden. Du musstest den Taler ja auch nicht die letzte halbe Stunde in die Flamme halten. Jetzt mach die Kerze aus und komm, die Kutsche wartet doch schon. Ja, gut. August, lad du schon mal den Koffer ein. Ich komme sofort. Ist gut. Sie haben Ihre Sache gut gemacht. Hier, das ist für Sie. Donnerwetter, ich habe Ihre Stücke gesehen. Das ist diese Elektro-Dings. Herr Alexander, darf ich bitten? Da sagt er nix. Durchschaut hab ich ihn elektrisch. So nämlich. Siehst du, August? Ich hab dir doch gesagt, er bekommt sein Fett noch weg. Ja, aber dafür hab ich jetzt Brandblasen. Na, von der elektrischen Kerze halt. Ja, stimmt. Ich hab's dir ja gesagt. Was man sich nicht erklären kann... Was man sich nicht erklären kann, das sieht man als elektrisch an. So ist es. Und das war die dritte Folge. Ihr findet alle weiteren Folgen auf Spotify, bei Apple Podcasts, auf Seitenwälzer.de und in eurem Podcast-Grabber. Für weitere Informationen schaut einfach mal nach bei herr-alexander.de. Und wenn ihr uns erreichen wollt, schreibt uns einfach bei Seitenwälzer.de oder eine E-Mail an herralexander@seitenwälzer.de.